Die innere Energie einer Substanz, also die kinetische Energie der Teilchen, ist eine Zustandsgröße. Wärme breitet sich immer von warm zu kalt aus. Wärme ist eine Austauschgröße. Wärme kann sich auf drei verschiedene Arten ausbreiten: durch Wärmeleitung, durch Wärmeströmung, auch Konvektion genannt, und durch Wärmestrahlung. Beschreiben wir hier diese drei Wärmeausbreitungsarten. Zuerst die Wärmeleitung. Wärme wird von einem Material weitergegeben, ohne dass sich dieses Material selbst bewegt. Jetzt die Wärmeströmung. Hier wird Wärme von einem Fluidum aufgenommen und zusammen mit ihm transportiert. Diese Luft transportiert Wärme. Jetzt die Wärmestrahlung. Wärme breitet sich ohne Material aus. Bei diesem Experiment erkennen wir die drei Wärmeausbreitungsarten. Hier erkennen wir die Wärmeleitung. Im Innern der Flüssigkeit erkennen wir die Wärmeströmung. Und bei dieser Wärmequelle erkennen wir Wärmestrahlung.